Unsere Kunden kaufen dieses Gold, weil sie dem Staat und auch dem System misstrauen und sagen, im Falle dessen, dass der Staat wirklich dieses Spiel noch weiterspielt, dass er mir meine Freiheit nehmen möchte, mein Geld, sonst was. Jetzt in Kanada hat gerade der Premierminister gesagt, den Gegnern dieses Themas, also ich spreche es jetzt hier in der Sendung nicht aus, damit YouTube, der Algorithmus, uns hier nicht triggert, den soll man das Bankkonto sperren. Mhm. Also da würde Putin sagen, hat er das echt gesagt? Ja? Und vielleicht auch die Chinesen, weil da geht es schon in Richtung einer Diktatur oder einer ganz starken Diffamierung einer gewissen Zielgruppe. Und mit Gold habe ich eben die Freiheit, meine Münze, die kann ich rauspacken und kann immer was tauschen und immer was bezahlen. Ist vielleicht ein altmodischer Gedanke, aber ich glaube, wenn wir uns das Geldsystem anschauen, wo wir vielleicht auch nochmal hingehen sollten heute, dann werden wir feststellen, wir sind an einem Punkt in diesem Geldsystem, wo es eine Veränderung geben wird. Und da ist es bestimmt notwendig, den einen oder anderen Sachwert zu besitzen. Sehen Sie das auch so, Herr Hamm? Brauchen wir diese Sachwerte und haben die tatsächlich diesen Vorteil, was Herr Kettner da gerade sagt, dass wir damit immer auch quasi, ich habe Sie so verstanden, auch selbst wenn eine Diktatur kommt, was wir alle nicht hoffen, man dafür irgendwie was bekommt. Ich pflichte dem natürlich bei, ein Mix, aber wir hatten ja diese Elite-Frage, Das hatte ich ja mit angefangen. Der größte Denkfehler in dieser ganzen Diskussion ist, dass man sich mal fragen sollte, warum die Global Media und Finance Players einen globalen Steuersatz von ungefähr 7,8% haben, während diejenigen, die dem Video zuschauen, privat zwischen, sagen wir mal, wenig und ab 5.000, 6.000 brutto bei 50% plus sind, plus Abgaben. Und der beste Krisenschutz fängt an mit dem Vermögensschutz. Und ich hatte ein Video gedreht mit einem absoluten Steuerpapst, das ist der Udo Heimann, für mich der kompetenteste in dem Bereich. Und der sagt, Deutschland ist eine Steueroase. Ja, dann fange ich doch bitte mal an bei Krisenschutz mit Steuern sparen und das Vermögen schützen. Wie ist unser deutscher Adel? Und wie das die Eliten weltweit seit eh und je und Tausenden von Jahren macht. Wenn man sich die Tabelle der reichsten Deutschen anschaut, da war ich auch mal drin, da sieht man immer wieder dieselben Namen, Jahrzehnt aus, Jahrhunderte lang. Und wir hatten 8 Enteignungswellen seit 1800. Also mich interessiert eigentlich mehr aktuell genauso viel der Schutz des Kapitals, als die genauso wie die Krisenfestigkeit. Und wenn ich beide Elemente mit Wissen kombiniere und smarten Anlagestrukturen, dann lache ich mich über diese Krise, in der wir stehen oder die wir kommen, kaputt und schlafe, wie du sagst, wie ein Kind. Und so denken die Player. Und der ganze Sinn, also auch warum ich auch überhaupt auf YouTube bin, ist, dass man dieses Wissen richtig einer breiten Masse zur Verfügung stellt, weil ich habe es 3 Jahrzehnte nur für die super reichen Typen und Strukturen gemacht, von denen einige wirklich Gottkomplexe haben. Also die, wenn es um Luxus geht, über ganz andere Dimensionen sprechen. Also ich wurde ja bemitleidet mit meiner Zwerg-Superjacht in Sardinien, das war als Beiboot, so mit 40 Metern, ja. Also nächstes Mal, wenn du zu uns kommst, ein Billionaires Club, dann bring mal nicht dieses scheiß Beiboot mit und ab 100 Meter rede ich nicht mit dir. Und da habe ich natürlich nur gedacht, oh scheiße, ich bin ja echt ein armer Schlucker mit einer Milliarde. Aber andererseits habe ich gedacht, was haben die denn für Komplexe? Was ist denn das denn? Das ist ja nur ein Sandkastenspiel. 300 Levels up aus meiner kleinen Kindheit, ja, mit meinem Go-Kart da. Kleinem Autoschen, ja, Playmobil hießen die, glaube ich. Also das ist so eine kranke Szene, aber das heißt trotzdem, dass man sich da wirklich Sachen abschauen kann, dass man sie lernen kann und dass diese Information zur Verfügung steht und dass die Umsetzung gar nicht teuer ist. Wer in diesem Land noch mit 50-60% Steuern spart, der ist verloren. Aber es geht anders. Und wie? Geben Sie mir ein konkretes Beispiel. Ich lasse mal ein paar kleine, banale Sachen jetzt fallen. Ja? Also wer über eine vermögensverwaltende GmbH arbeitet oder über eine
Kapitalholding-Aktiengesellschaft oder über eine zweigliedrige Genossenschaftsstruktur wird seinen Profit in der Regel mit einem Fünftel des normalen Steuersatzes als Privatperson verbuchen mit können. Mit einem Fünftel? Mit einem Fünftel der Anwendungsgesetzung. Also bis zu einem Fünftel. Mit einer, wenn ich eine, mein Vermögen selber manage, ohne Struktur, dann habe ich meine Kapitalgewinne, einige sind kostenfrei, nach einer gewissen Phase, Haltedauer. Aber wie ist denn mit 1,6%? Klingt gut. Gekauft. Also, klar. Und das ist halt ein wichtiger Baustein. Das heißt, das sind diese Schlupflöcher, von denen man immer hört? Nein, das sind keine Schlupflöcher, die gibt es seit Hunderten von Jahren. Wo sind das Schlupflöcher? Und sie sind... Ist einfach nicht bekannt. Ja, das ist deswegen nicht bekannt, weil ein Steuerberater zu 98% die Aufgabe so löst, dass der Kunde maximal eine Steuer zahlt. Der wird ja nicht die Steuerkreativität, die Optimierung der Steuer, legale Steueroptimierung ist im... damit man ein Steuerberater wird, nicht auf der Agenda. Das wird nicht beigebracht. Also, und diejenigen, die sich seit Generationen bestens auskennen, haben auch gar kein Interesse, das bekannt zu machen. Weil was wäre denn, wenn die größere Masse auch diese Konzepte versteht? Das will der Staat wiederum nicht. Also meine Buddies im Geldadel, in der Industrie, die das schon seit Hunderten von Jahren erleben, die freuen sich. Aber wenn, was ist denn, wenn der gemeine Bürger das machen sollte? Dann fehlt uns doch im Staat so viel Geld. Wir haben doch gerade erst das europäische Vermögensregister auf dem Plan. Aber die Frage ist, ist jetzt, sage ich mal, der Normalo dazu in der Lage? Weil der Normalo, also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, hat ja keine zweigliedrige GmbH oder was Sie sagen. Also ich kann es sogar banal chiffrieren. Solche Strukturen lohnen sich in der Regel ab einer monatlichen Steuerausgabe, einer Versteuerung von 2.500 Euro wahrscheinlich ab einem Vermögen von 30.000, 40.000 Euro. So niedrig ist die Messlatte. Wussten Sie das, Herr Kettner? Ja. Ja, es ist zugänglich. Es ist ja genau das Thema, worüber wir reden. Es ist die Frage, was konsumiere ich? Schaue ich mir die Uhren vom Marc an, was ich tatsächlich mache? Ich finde es geil. Also, oder lese ich auch mal Steuern oder... Schau mir mal das Video an mit euch beiden oder fang mal an, meinen Steuerberater zu fragen. Weil das machen ja die wenigsten. Und dann stelle ich fest, der weiß gar nichts über eine Genossenschaft. Und warum weiß er das nicht? Weil es gab nur 2-3 Stunden im Studiengang, wo es um dieses Thema ging. Und danach war das wieder, das beantwortet übrigens auch das, was er gerade gesagt hat, die Steuerberater sollen nicht dorthin ausgebildet werden. Global gesehen geht es natürlich noch viel spannender. Je größer dann das Vermögen wird, und alles im legalen Rahmen, ja. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.